In diesem Sinne werden wir gescheitert durch Herrn, wo ist er denn? Furtner Franz, der erzählt euch jetzt, ist er da? Ist er, da ist er. Franz, the stage is yours. Ja, danke Maniolo. Lebensfreude ist ja ganz wichtig, das sieht man, dass das da verbreitet wird. Wer sein Leben genießt, ist genießbar, wer sein Leben nicht genießt, ist ungenießbar, sage ich immer. Man muss das ganze Leben nicht so streng sehen, sage ich. Ja, dann macht es Spaß und dann ist auch die Veränderung viel leichter zu mittragen. Was ich heute sprechen möchte, ist ein bisschen über das Scheitern, über die Angst vorm Scheitern. Ich glaube, weiß nicht, ob irgendwer mal erinnern ist, der gerne scheitert. Weil Scheitern macht gescheiter, sagt der Maniolo. Wenn man nämlich was Neues ausprobiert, geht man immer das Risiko ein, zu scheitern. Und wenn man Angst hat vor dem Scheitern, dann geht man nichts Neues ein, dann probiert man nichts Neues aus. Und ich glaube auch, dass das System, das momentan auf dieser Welt herrscht, ist dabei zu scheitern, aber es will keiner zugeben. Und jetzt dann wehren sie sich mit allen möglichen Sachen, Kriege und so weiter dagegen, dass was Neues kommt. Aber Scheitern kann man nicht ausschalten. Scheitern ist ja überall eingebaut. Wir haben da einen Notausgang, weil es kann ein Feuer geben und dann muss man aus. Es ist schon eingerechnet, dass es Scheitern gibt. Es gibt da im Flugzeug gibt's einen Notausgang, weil es kann abstürzen. Ja, wenn ich jetzt sage, es gibt kein Scheitern, warum brauche ich dann einen Notausgang im Flugzeug? Brauche ich eigentlich nicht. Aber es gibt Scheitern. Und nur, und wenn man was Neues ausprobiert, muss man halt das, damit rechnen, dass man scheitert, aber es passiert was und es geht auf jeden Fall weiter. Das war eigentlich meine Kernbotschaft, die ich heute mitgeben wollte. Wir haben ja ein bisschen Zeitüberziehung gehabt durch den Herrn Friedmann. Und dann gebe ich schon weiter an den Maniolo, dass der nächste Herr gleich aufsetzen kann. Dankeschön, ich wünsche nur einen schönen Abend und gut, dass so viele Leute da sind. Danke. Dankeschön. Wow, so machen wir das auch. Dankeschön, Franz Furtner. Für alle, die hier sind und Franz Furtner nicht kennen sollten oder kennen, es ist da hinten im Eck und da draußen die ganzen Plakate und so weiter. Es geht um Top-Info-Forum und der Furtner Franz macht so auf wirklich auf professionelle Art und Weise Expertenrunden auf großen Bühnen, wo dann auch wirklich hunderte von Leuten drunten sitzen und Fragen stellen, so wie wir es vielleicht heute im Anschluss noch machen können. Und bei Top-Info-Forum einfach www.top-info-forum eingeben, dann findet es automatisch auf seine Seiten, weil das einfach auch ganz ein multivalentes Ding ist. Und ich danke dir für diesen, also bei der Formel 1 müssen wir jetzt wieder hinten anstellen, weil das abkürzt. Aber wir sind nicht bei der Formel 1.